So, liebe Leute, werte Damen und Herren, heute exklusiv rund Bäcker runter, wir haben eine amerikanische Bierbäuerin bei uns, und zwar ist es die... Oh yeah! Die Steirische Pink. Das ist natürlich eine Frauenfrau von der Irrwurzler. So, was meinst du jetzt, Steirische Pink? Sollen wir die 13 Days für die Fans verlosen? Vielleicht wohl nicht. Cool. Du, aber was mir auffällt, so richtig Englisch reden tust du nicht. Ja, aber du kannst doch kein Deutsch. Ey, die Zeit, die kleine Mutter Heimatland. Wenn kein Lied. Bitte, geh zu mir. Ja, gut, Mädel, dann sag einmal, warum wirst du überhaupt spielen bei uns? Ihr seid die absolut geilste steirische Band. Und ihr braucht die absolut geilste Wanzenpreis-Performerin. Die Wanzenpreis-Performerin? Wanzenstelle für steirische Monika, falls das die Leute nicht wissen, da draußen in der Welt. Jetzt tun wir die Brüllen aber. Sag einmal, kannst du uns jetzt einmal ein bisschen vorspielen? Bist du einfach, das ist ein bisschen groß, dein Instrument, ne? Kannst du die Tasten mal drücken? Nein, ist ein bisschen weit unten. Ich mach's ein bisschen kleiner. Und schau jetzt mal die Sonnenbrillen auf. Die tun wir auch beim Spülen. So viel cooler. Schaust aber auch nicht schlecht aus. Ich weiß. Gut. Zeig mal. Come on! Jetzt wollen wir mal voll bei euch. 3, 2, 1, oh! Der Schwiegervater ist, was der Schwiegervater ist, der Schwiegervater ist, du erstick, der Schwiegervater. Was der Schwiegervater ist, der Schwiegervater ist du, erstick! Voll geil, du weintest den mal. Alter Vater, jetzt hast du kein Instrument mehr. What the fuck, da ist nichts witzig. Witzig? Ja, steirische Pink, du bist natürlich voll geil. Meinst du, hast kein Instrument mehr? Blöd, Anna. Aber deswegen überreicht er den steirischen Rockstar. Yeah! Thank you.